Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 Nordfriesischer Marsch 1.8. Natürlich weiterhin in einer Vierfachversion und ihr habt leider jetzt eine Minute verpasst ungefähr. Ich habe den Viehtrailer eingeparkt, habe aber vergessen auf die Aufnahme zu drücken und sehe jetzt gerade, zum Glück sehe ich es jetzt und nicht erst in einer Viertelstunde, dass ich ein bisschen weiter gemacht habe. Ich zeige es euch nur kurz, ich habe Fortuna angehängt, ich habe hier vorne, wo wir den hingestellt hatten, gegenüber richtig schön passend eingeparkt den zweiten Viehtrailer. Die stehen jetzt hier und jetzt gleich kommt die Stunde der Wahrheit. Das habe ich tatsächlich selber auch noch nicht geguckt. Ich werde aber erstmal ihn befreien. Oh. Der ist hier ein bisschen böse reingebreddert, wa? Vielleicht kriege ich den gar nicht mal so befreit. Der Strohballen liegt leider auch nicht hier rum und jetzt einen großen Baum an der Seite fällen möchte ich gar nicht. Kann da nicht mal ein Auto kurz vorbeikommen? Sonst kommen doch auch immer hier Autos, wenn man sie nicht braucht. Und gibt uns so einen kleinen Schwung. Ja, guck mal, da passiert nichts. Der hängt komplett auf der Leitplanke fest. Der hat sich festgefahren. Ich bin unschuldig. Hallo, wo sind denn Verkehrsteilnehmer hier? Müsste ich tatsächlich zurücksetzen, wa? Wieso liegt denn hier nicht ein Ballen? Ach, doch, da hinten im Komposter selbst liegen Ballen. Komposter ist auch echt gut voll. Da müssen wir mal auch bei Gelegenheit ein bisschen Abhilfe schaffen. Oh ne, pass auf, ich brauche den Ball nicht wegfliegen. 300.000 ist im Einfüllstutzender, Einfülltrigger und hinten glaube ich auch 300.000 im Abnahmetrigger. So, mit dem kriegen wir den noch einen kleinen Schwung. Einmal hier unterhebeln. Ja. So geht das. Mal kein Baum, mal ein Ballen. Lass wir gleich hier liegen, brauchen wir bestimmt demnächst mal wieder. So, und jetzt kommt's, Leute. Ich gehe ins Menü und guck mal, was wir jetzt durch diesen Tiertransport in den letzten Folgen angerichtet haben bei unseren aktuellen Milchkühen. Ja, okay, ist noch nichts im roten Bereich, ist aber alles heftig weit unten im orangenen Bereich. Und da sehen wir, wie viel wir jetzt brauchen, wenn ihr das mal hochrechnet. Ihr seht, wir brauchen bestimmt, weiß ich nicht, 400.000 Kraftfutter. Und so weiter. 500.000 Stroh und keine Ahnung. Also, das wird ein Spaß werden. Erstmal, wie gesagt, räumen wir den Kuhstall selbst auf. Das kommt uns auch eigentlich ganz gut gelegen, dass wir die ganzen Ballen hier mal loswerden. Also. Wir nehmen die Ballen und bringen sie hier vorne in den Trigger. Dann haben wir zumindest die Silage schon mal. Die müssen wir einmal rausnehmen und wieder reinbringen. Die Grasballen genauso. Stroh haben wir eine ganze Menge an der Seite. Das könnte ja fast sogar reichen. Wasser wird gerade aufgefüllt. Ja, nach den Rindern ist vor den Schweinen, kann man sagen, ne? Denn ja, die Schweine müssen mal wieder zum Schlachter gebracht werden. Die vermehren sich nämlich wieder viel zu schnell. Schieben wir einfach erstmal alles schön entspannt hier rüber. Kann echt alles weg, ne? Bleibt nichts über. Steht aber auch teilweise schon ewig hier. Aber da dürfen wir schon mindestens das erste. Also Stroh dürfte dann danach schon wieder im grünen Bereich sein. Wir haben natürlich jetzt vorne noch viel eingelagert. Wir könnten dann natürlich schon mal rangehen und da ein bisschen was wieder auslagern. Brauchen wir aber noch ein Palette, also Ballen oder Palettenlader für. Da können wir uns die Grasballen können wir uns rausholen und Strohballen. Ne, hier ist der Stall mal aufgeräumt. Ne? Fühlen die Tiere sich bestimmt auch gleich wohl. Wo sie flüchten alle. Fühlen sich vielleicht doch nicht mehr so wohl hier. Hatten sich schon dran gewöhnt.
hier noch irgendwo was? Nein, hier liegt noch so ein kleiner Ballen rum. Auch der ist jetzt weg. Auf jeden Fall ist ja wichtig, dass wir die Tiere schon jetzt am besten den ganzen Tag über produktiv halten. Weil dann sehen wir, jetzt sehen wir es ja noch nicht. Aber am nächsten Tag werden wir sehen, was uns das Ganze hier gebracht hat. Also, das hat zumindest schon mal gebracht. Fährt der gar nicht mehr eigentlich? Ja, einfach weiterfahren, aber macht er denn nichts? Oh, da ist er nicht auf Wasserverteilerkurs drin. Er ist auf Überführungskurs. Ein Flüssigkeitstransport. So, und schon funktioniert es. Tiere. Also gucken wir mal kurz. Haben wir schon irgendwas im grünen Bereich? Ja, Stroh. Gras. Fehlt noch. Heu. Silage. Fehlt noch. Kraftfutter. Fehlt noch. Die Schweine, denen geht gleich der Stroh aus. Gut, als nächstes werden wir mal schauen. Am Hof haben wir ja Traktoren genug. Und da werden wir uns einen Anhänger irgendwo schnappen. Achso, jetzt bin ich komplett rausgeswitcht auf dem Spiel hier. Hallo? Mit Dolly? Oder haben wir da hinten noch irgendwas anderes in den Hallen? So ein Cargos oder so wäre ja eigentlich ganz praktisch, ne? Guck mal kurz, ob da hinten noch irgendwas Interessantes steht für Kraft oder. Ja, sehr gut. Nehmen wir Cargos. Doch auch schon Kurs per Kurs für gehabt, ne? Kraft oder. Kraft oder für die Kühe hier. Das ist ein Beladung am Startpunkt-Trigger. Glaube ich zumindest. Ach hier, was mit den Schafen? Dann haben die noch genug Gras bei oder müssen wir da mal wieder ein bisschen was reinwerfen? Vielleicht hätte ich doch eher den Fast Track nehmen sollen, ne? Ein bisschen mehr Dampf hinterbringen hier. Ein bisschen slow. Ich warte die erste Ladung ab, weil es ziemlich schnell geht und dann kümmern wir uns um den Fortuna Wassertrailer. Wir werden einmal schnell bei den Schweinen ein bisschen Wasser auffüllen. Das geht ja ziemlich zügig. Ja, damit zählt er schon wieder. Der ist auch schon mal bessere Runden gefahren. Oder liegt es daran, vorher haben wir das mit dem Standard-LKW, glaube ich, gemacht. Ist der ein bisschen langsamer unterwegs und deswegen ein bisschen weniger fehleranfällig oder hängt er einfach. Hängt er einfach wieder auf einer Leitplanke fest. Könnte ich. Ah, okay, den kriegen wir zumindest gerettet. Ja, ich glaube nicht, dass er vorne kriegt, da hat er gleich das Problem beim Zucker bestimmt. So, Fortuna gibt uns Wasser. Wasser für Schweine und Wasser für Rinder. Fortuna. Na gut, ich habe gar nicht darauf geachtet. Lili ist gerade nicht im Stall unterwegs. So, hoffentlich schnappen wir uns nicht zu viel Wasser weg hier, die Schweine. Ne, das geht.
So, mal gucken, ob eine Ladung was erreicht oder ob wir zwei brauchen. Ja, hier muss man immer noch aussteigen und das manuell bedienen. Ah, guck mal, der Rinder hier, der Kraftfutter, ist schon mal im Stall und lädt hoffentlich ab. Jo, lädt ab. Fährt er weiter, holt hoffentlich die nächste Ladung, wenn er denn rankommt. Okay, Stopp reicht. Ja, heftig, ne? Wie viel Wasser wir hier loswerden? Ist aber gut im grünen Bereich. Gras fehlt noch, da sind wir noch nicht im grünen Bereich. Und Kraftfutter muss eben auch noch etliche Male transportiert werden. Also wir sollten auf jeden Fall hier vorne ein paar Grasfelder machen. Grasbein. Und wir können natürlich auch ein paar einlagern. Na guck, jetzt fahre ich hier einfach durch. Ein paar Ballen auslagern, meine ich, und drüben reinschmeißen. Gucken, ob der Klaas das hinkriegt. Weil der Play-Kurs ist ja insgesamt so blöd eingefahren, dass die da nicht ganz unterkommen. Ich sollte das Abladerohr verlängern. Werde ich aber all diejenigen ärgern, die den Play-Kurs ordentlich eingefahren haben. Ne? So, wenn wir noch mal kurz gucken, was fehlt uns hier? Auch Gras, Stroh, Silage? Ich weiß nicht mehr. Unsere ganze Vorräte gehen zur Neige. Ja. Stroh, 227.000 sind hier noch drin. Das haben wir eigentlich Gras, sind immer noch 64.000 drin. Und Silage ist hier nichts drin. Okay. Also Krone Ultima Silageballen wäre auch mal wieder irgendwann interessant, ne? Aber die war so furchtbar langsam. Ich meine, klar, mit Kursplay-Kurs das abfahren lassen, das ist ja auch kein Ding. Der ist noch unterwegs hier oben. Sehr schön, füllt überall Wasser auf. Das ist hervorragend. Was macht denn eigentlich unsere Papier- und Karton-Prosion? Oh, sieht ziemlich voll aus hier, würde ich behaupten. Da mal so ein bisschen vorsichtig ein paar Paletten zur Seite tragen. Okay. Das müssen wir bei Papier aber auch machen. Jetzt haben wir so viel schon wieder produziert hier. Also einfach mal verkaufen alles am Hafen hier direkt am Palettenverkauf. Oder dann eben ab zur Verpackungs- bzw. zur Druckerei mit einer vollen Ladung. Haferflockenfabrik, glaube ich, haben wir recht gut gefüllt eigentlich. Kann aber wahrscheinlich noch, könnte auch noch was vertragen. Aber davon kann man ja nie genug haben hier, ne? Karton und Papier. So, sollen wir erstmal so, haben wir zumindest für ein bisschen Ordnung gesorgt. Was macht denn eigentlich unsere Tomatenzucht hier unten? Da die ja auch ein bisschen schneller geworden ist, wir hier lange nicht zu Besuch waren, sehe ich. Achso, weil ich es ja auch vielleicht geändert habe.
Auf jeden Fall keine Saatgut. Ist hier überhaupt von allen nichts oder was? Ne, Saatgut fehlt, Flüssigdünger ist noch da, Wasser ist noch ein bisschen da, leere Paletten ist noch ein bisschen da und Tomaten ziemlich voll. Na, nichts, aber ist ganz gut was da. Da könnte man also auch eine Menge Ketchup draus produzieren. So, die zweite Ladung ist angekommen, wa? Kraftfutter, aber Kraftfutter wird immer nur so ein bisschen aufgefüllt, ne? Weil auch gleichzeitig Gras oder so aufgefüllt wird. Heu ist auch im grünen Bereich, also schon nicht so schlecht. Die Schweine ist es schlechter bestellt. Ich hätte eigentlich den Trailer gleich dran lassen können, ne? Fällt mir jetzt mal so im Nachhinein ein, da hätten wir gleich in der Spur ein paar Schweine verkaufen können. Aber jetzt sind die beiden beschäftigt. Der eine ist noch mit Wasser. So, den übernehmen wir mal kurz. Weil wir ja schon wissen, dass er ansonsten nicht die Kurve richtig bekommt, weil ich den Kurs nicht richtig eingefahren habe. Aber egal, dann hauen wir das hier raus. Aber es kann sein, dass in der nächsten Aufnahmesession dann erstmal dran ist, das letzte Maisfeld da zu ernten. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir die Grundversorgung der Kühe wieder langfristig herstellen können. Die ist natürlich aktuell gefährdet bei der Menge an Viechern, die wir haben. Abfahrt einstellen. So. Aber wir haben natürlich den schon ganz gut was gegeben, würde ich sagen. Die können zufrieden sein. Wir kümmern uns gut um unsere Tiere. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen kleinen Like da lasst. Und auch wenn ihr dann, ja, war mal noch eine Folge heute, ne? Heute ist Sonntag, also bis heute Nachmittag. Und tschüss.